Wohin ging Jesus nach seinem Tod? Hölle, Hades oder Himmel? Jesus war im Begriff, sich auf die unglaublichste Reise zu begeben, die die Menschen jahrhundertelang in Erstaunen versetzen sollte. Aber der Anfang dieser Reise war das Kreuz. Das Buch Lukas erzählt die letzte Geschichte von Jesu Weg in den Tod, von seinem Gebet in Gethsemane, wo sein Glaube an Gott bestätigt wird, bis zum Kreuz, als Jesus verkündet: Es ist vollbracht. Als er dies sagte, senkte er den Kopf und gab seinen Verstand auf. Bevor er herausgeholt und in einem nahegelegenen Grab begraben wurde, blieb sein lebloser Körper am Kreuz, bis er schließlich entfernt wurde. Andererseits waren seine Gedanken woanders. Wo ist sein Geist hin? Ist er in die Hölle oder in den Himmel gekommen? Es gibt einige Kontroversen darüber, wo Jesus ist, oder genauer gesagt, wo sich sein Geist in den 3 Tagen zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung befindet. Eine weitere häufig erwähnte Passage stammt aus 1. Petrus 3, 18, 21. Diese Verse bilden einen der rätselhaftesten und faszinierendsten Texte im Neuen Testament. Jesus ist das ultimative Beispiel für das Leiden zum Guten, mit der Absicht, uns Gott näher zu bringen und unsere zerbrochene Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Derjenige, der gerecht ist, hat für uns alle, die wir ungerecht sind, Leid erduldet. Der Zweck von all dem war, uns zu Gott zu bringen. In der Tat ist Christus ein für alle Mal für die Sünden gestorben, die Gerechten für die Ungerechten, die Unschuldigen für die Schuldigen, damit er uns zu Gott führen konnte. Nachdem er im Fleisch getötet worden war, wurde er im Geiste belebt, indem er auch hinging, um den jetzt gefangenen Geistern zu predigen, die einst ungehorsam waren, während die große Geduld Gottes in den Tagen Noahs beim Bau der Arche wartete, in der nur wenige, das heißt 8 Noahs Familie, wurden durch das Wasser gerettet. Es entspricht dieser Erlösung durch die Sintflut, der Taufe, die euch jetzt rettet, nicht indem sie die Befleckung vom Leib entfernt, sondern indem sie Gott um ein gutes Gewissen anruft. Indem ihr durch die Auferstehung Jesu Christi zeigt, was ihr für euer haltet. Wir lesen, dass der Heilige Geist Jesus von den Toten auferwecken konnte, indem er im Fleisch getötet, aber vom Geist belebt wurde, obwohl er in seinem Leib starb. Durch göttliches Leiden predigte Jesus den Geistern im Gefängnis. Wir lesen, dass er durch ihn auch hinging, um den Geistern im Gefängnis zu predigen, die zuvor nicht gehorcht hatten. Jesus predigte den Geistern im Gefängnis mit Hilfe des Heiligen Geistes. Es scheint, dass dies nach Jesu Tod geschah, aber bevor er von den Toten auferweckt wurde. Jesus predigte tatsächlich den Geistern im Hades. Ja, es ist wahr, der Hades gilt als das Reich der Toten, und Jesus wäre dorthin gegangen, um seine Botschaft zu überbringen. Es ist ziemlich faszinierend, darüber nachzudenken, nicht wahr? Er predigte den Geistern im Gefängnis. Haben Sie sich jemals gefragt, wer die höchste Autorität und Macht in dieser Welt hat? Was auch immer Ihre Antwort ist, die Bibel hat eine klare Antwort auf diese Frage. Er behauptet, dass selbst diejenigen, die sich im Untergrund befinden, tief unter der Erde, Jesus als ihren höchsten Herrn anerkennen müssen. Es ist eine kraftvolle Aussage, die uns an die höchste Macht und Autorität erinnert, die Jesus über alle Dinge hat. Es ist ein demütigender Gedanke, aber er gibt uns auch Hoffnung und Trost, weil wir wissen, dass wir einen liebevollen und mächtigen Herrn haben, der alles kontrolliert. Philipper 2, 10. Möge sich das Knie im Namen Jesu beugen als Zeichen der Unterwerfung unter diejenigen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Betrachtet die Gesamtheit der Schöpfung und erkennt die unvergleichliche Überlegenheit Jesu Christi. Wir lesen über diejenigen, die im Untergrund sind. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Verstorbenen, die im Schoß der Erde ruhen, durch die mächtige Kraft Christi zum Leben erweckt werden können. Klingt wie eine Szene aus einem packenden Roman, oder? Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen. Die Kombination von bekennender Zunge und gebeugten Knien beweist, dass es sich um eine völlige Unterwerfung unter Jesus handelt, sowohl in Wort als auch in Tat, und dass dies etwas ist, das von allen verlangt wird. Stellen Sie sich eine Szene vor, in der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen, Zungen beichten und Knie sich in Unterwerfung vor Jesus beugen. Es ist ein kraftvolles Bild. Es spricht von einer tiefen Verbindung, einem vereinten Glauben und einem unerschütterlichen Glauben. Wir alle sind aufgerufen, uns ihm ganz hinzugeben, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Diese Idee der völligen Hingabe an Jesus
ist sowohl demütigend als auch energetisierend. Und sie ist etwas, das uns dazu inspirieren kann, ein sinnvolleres Leben zu führen. Aufgrund der Gesamtheit dieser Anerkennung der Göttlichkeit Jesu stellen sich viele Menschen vor, dass dies offiziell nach dem jüngsten Gericht geschehen wird, wenn alle Geschöpfe im Himmel und in der Hölle gezwungen sein werden, niederzuknien und zu verkünden, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Identität der Geister hier. Die Geister im Gefängnis sind eindeutig identifiziert. Wer waren sie? Sie waren diejenigen, die nicht gehorchten. Wann haben sie nicht gehorcht? In der Zeit Noahs. Verschiedene Interpretationen. Während der größte Teil von 1. Petrus leicht zu verstehen ist, gibt es einen Haken. Diese Verse haben mindestens 314 verschiedene Interpretationen. Wie die Heilige Schrift sagt, ist Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferstanden, mit dem er in den Tagen der Sintflut zu denen ging, die ungehorsam waren. Ein paar Verse später sagt Petrus, darum ist das Evangelium den Gestorbenen gepredigt worden, damit sie, obwohl sie für tot gehalten wurden, im Geist leben nach dem Willen und dem Vorsatz Gottes. Obwohl alle anderen Schriftstellen darauf hinweisen, dass dies unmöglich ist, einige haben diesen Text fälschlicherweise verwendet, um ihre Lehre von mehr Erlösungschancen im Jenseits zu untermauern. Der Tod besiegelt unser Schicksal, der Tod markiert den Beginn eines unermesslichen Abgrunds, aber hier predigte Jesus anscheinend zu denen, die bereits tot waren. Wie ist das laut Text zu verstehen? Es ist offensichtlich, dass Jesus in der Zeit zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung aktiv mit anderen kommunizierte und bei Bewusstsein blieb. Die Menschen, mit denen er kommunizierte, waren sich seiner Kommunikation ebenfalls voll bewusst und beteiligten sich an seiner Kommunikation. Interessanterweise wird während der Gottesdienste in der Karwoche nur sehr wenig darüber diskutiert, was am Samstag passiert ist, da sie normalerweise am Freitag enden und am Sonntag fortgesetzt werden. Es wird dir also nie gesagt, was Jesus am Sabbat tat. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Jesus nach seinem Tod und vor seiner Auferstehung untätig und bewusstlos war, während sein Körper im Grab blieb. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sein Geist trotz seines physischen Todes nach seinem Tod immer noch sehr aktiv war. Er ging in die Welt der Toten und predigte dort. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus Jesus am ersten Sonntag der Osterzeit begegnete und ihn fragte, wohin er gegangen sei. Jesus antwortete, ich war nicht auf Erden, sondern im Hades, der Welt der Toten. Was hast du da gemacht? Jesus sagt Petrus, dass er zu denen predigte, die in Noahs Sintflut ertrunken waren. Der Tod trennt Geist und Körper. In weniger als einer Woche durchlebte Jesus die drei Phasen. Ein menschgewordener Geist zu sein, am Kreuz zu sterben und seinen Geist Gott zu geben und schließlich seinen Körper ins Grab zu legen. Er existierte in geistiger Form weiter und predigte dem ungehorsamen Volk, das in Noahs Sintflut umkam. Am Morgen des Ostersonntags waren Körper und Geist wieder vereint und er blieb bei vollem Bewusstsein und in der Lage, in allen Phasen zu kommunizieren. Es gibt Leute, die glauben, dass seine Botschaft nur eine Botschaft für Noahs Generation war. Einige Leute argumentieren, dass die zweite Chance nach der Sintflut nur dieser Generation gegeben wurde, und es gibt in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass eine andere Generation eine solche Chance erhalten hätte. Die Produktionsstation hätte Gott beschuldigen können, ungerecht und gottlos zu sein. Sie könnten sagen, ihr habt uns ausgerottet und versprochen, es nie wieder zu tun. Die zweite Interpretation ist die der dämonischen Geister. In diesem Zusammenhang könnten die Geister, zu denen Jesus sprach, dämonische Wesen sein. Wenn die in 1. Petrus 3,19 erwähnten Geister gefallene Engel sind, dann scheint es wahrscheinlich, dass diese Geister eingesperrt wurden, weil sie zuvor in schwere Sünden verwickelt waren. Daher konnte die Botschaft Jesu keine Botschaft der Erlösung sein, denn Engel können nicht gerettet werden. Denn Hebräer 2,16 sagt uns, dass Christus nicht gefallenen Engeln hilft, sondern den Nachkommen Abrahams, indem er ihnen seine Hand der Erlösung anbietet. In diesem Fall verkündete Jesu Verkündigung an die Geister wahrscheinlich seinen Sieg über Satan und seine Armeen. Wie in 1. Petrus 3,22 erwähnt, wo er in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes steht, einem Ort der Ehre und Autorität mit allen Engeln, Autoritäten und Mächten, die ihm unterworfen sind. Wer sind diese Geister der bösen Generation?
Stellen Sie sich eine Generation vor, die so böse ist, dass sie sich weigert, auf eine Botschaft zu hören, die Leben retten würde. Infolgedessen kamen sie in einer katastrophalen Überschwemmung ums Leben. Es ist eine erschreckende Erinnerung an die Folgen der Sünde. Dem Wort nach waren sie ungehorsam, rebellisch, unrein und ungläubig. Ihre Sünde wird durch die Tatsache verschlimmert, dass Gott ihnen 120 Jahre lang Geduld und Langmut zeigte, während Noah die Lade vorbereitete und sie vor der bevorstehenden Katastrophe warnte. Infolgedessen ertranken sie und ihre Geister wurden in die Hölle geworfen, die als Gefängnis bekannt ist. Noah und seine gehorsame Familie wurden jedoch aufgrund ihres Glaubens in der Arche gerettet, so Petrus 2,5. Wenn Gott die antike Welt nicht verschonte, sondern Noah, einen Prediger der Gerechtigkeit, zusammen mit 7 anderen beschützte, als er die Sintflut über die Welt der Bösen brachte, zeigt uns das, dass schon damals wahrer und gehorsamer Glaube belohnt wurde. Wer hat diesen faszinierenden Auszug geschrieben? Diese interessante Passage wurde von Petrus geschrieben. Christen lieben besonders ihren ersten Brief, der für seine Wärme und Identifikationsfähigkeit bekannt ist. Interessanterweise war Peters ursprünglicher Name Simon, was Schilf bedeutete und recht häufig vorkam. Als er Jesus jedoch begegnete, erhielt er den Namen Petrus, der viel weniger gebräuchlich war und Fels bedeutete. Diese Namensänderung symbolisierte die Verwandlung des Charakters des Petrus, den Jesus in ihm sah. Petrus war einer der ersten beiden Männer, die Jesus in seine Nachfolge rief. Zuerst war er ein Mann, der leicht schwankte wie ein Schilfrohr im Wind. Nachdem Jesus jedoch gegangen war, wurde er so fest wie ein Fels. Pedro stand an erster Stelle auf allen 12 Listen und war der inoffizielle Sprecher der Gruppe. Die Evangelien stellen den Charakter des Petrus klar dar. Er besaß viele Eigenschaften wie Charme, Gier, Impulsivität und Energie, aber diese Stärken gingen auch mit Schwächen wie Instabilität, Wankelmütigkeit und Feigheit einher. Warum hat Petrus das geschrieben? An dieser Stelle wäre es hilfreich, einen Moment innezuhalten und uns an die grundlegende Gedankenordnung zu erinnern, die in diesem Brief existierte, der im Kontext der weit verbreiteten Verfolgung geschrieben wurde. Der Brief des Petrus war an Christen gerichtet, die aufgrund ihres Lebens und ihres Zeugnisses Schwierigkeiten hatten. Es ist möglich, dass sie sich fragten, warum der christliche Glaube richtig war, wenn sie leiden sollten. Wenn das Christentum der wahre Glaube war, warum gab es dann so wenige Menschen, die ihm folgten? Petrus bezieht sich auf Noah, den treuen Prediger, der die Menschen 120 Jahre lang davor warnte, dass Gott die Welt mit Wasser zerstören würde. Trotz Noahs Warnungen verspotteten ihn die Menschen und lehnten ihn ab. Gott rettete ihn und seine Familie jedoch während der Sintflut, was Noahs Treue letztendlich bestätigte. Im Kontext der Geschichte des Globe hatten die meisten Menschen nicht immer recht, obwohl nur wenige gerettet wurden. Der Glaube sollte nicht dadurch erschüttert werden, dass es nur wenige Menschen gibt, die wahre Gläubige sind. Zu Noahs Zeiten gab es nur 8 Gläubige. Heute sind es Millionen. Es ist nicht so, dass sie durch Wasser gerettet wurden. Sie wurden durch Wasser gerettet. Es war nicht das Wasser, das sie rettete, sondern das Gericht, das Gott vollzog, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Lade ist eine Darstellung des Herrn Jesus Christus. Ein Bild des Gerichts Gottes wird durch die Wasserflut dargestellt. Die Arche war die einzige Möglichkeit, jemanden zu retten. Die Bewohner des Gebäudes waren die einzigen, die die Flut überlebten. Alle anderen außerhalb des Gebäudes kamen ums Leben. Christus ist also der einzige Weg zur Erlösung. Diejenigen, die in Christus sind, sind so gerettet, wie Gott selbst sie machen kann. Diejenigen, die draußen sind, sind völlig verloren. Die Arche diente als Zufluchtsort für Menschen, die die Wasser des Gerichts überquerten. Die Lade war der vollen Wucht des Sturmes ausgesetzt, so wie Christus die Wut des Gerichts Gottes über unsere Sünden ertrug. Für diejenigen, die es sind, gibt es kein Urteil. Johannes 5,4 sagt, dass überall um die Arche herum Wasser war. Wasser fiel auf sie und Wasser darunter. Andererseits transportierte sie ihre Gläubigen über das Meer, an einen sicheren Ort in einer erneuerten Schöpfung. Wer also auf den Erretter vertraut, wird sicher durch eine Szene des Todes und der Zerstörung an den Ort der Auferstehung und des neuen Lebens gebracht. Was Jesus predigte, wissen wir nicht genau, war wahrscheinlich eine Form der Predigt, also der Akt der Verkündigung von Gottes Botschaft. Was seine Botschaft war, wird uns nicht gesagt,
denn nur diejenigen, die zu Noas Zeiten ungehorsam waren, werden nicht erwähnt. Auch die Absicht oder das Ergebnis der Verkündigung Christi wird nicht offenbart. Über alle diese Fragen können wir unsere eigenen Schlüsse ziehen, aber wir haben keine Regeln für etwas, das der dogmatischen Lehre nahe kommt. 3 Tage später waren sein Körper und sein Geist wieder vereint und er stand von den Toten auf. Jesus kehrt auf die Erde zurück, die Auferstehung. Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Die Auferstehung Jesu Christi ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand von den Toten auferstanden ist und den Tod nie wieder kennen wird. Einige von denen, die später auferstehen, erliegen ein zweites Mal dem Tod. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Römerbrief sagt uns, dass der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat. Römer 6,4 erklärt, dass wir daher mit ihm durch die Taufe in den Tod begraben wurden, damit auch wir, wie Christus durch die Herrlichkeit und Kraft des Vaters von den Toten auferweckt wurde, gewohnheitsmäßig in einem neuen Leben wandeln und unsere alten Wege verlassen können. Und es heißt in Johannes 2,8, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung war das Werk des dreieinigen Gottes. In Johannes 2,18, 22 heißt es, und die Juden antworteten, welches Zeichen der Prüfung, ein Wunder, kannst du uns als Beweis für deine Autorität zeigen, dies zu tun? Jesus antwortete ihnen, zerstöre diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Dann die Juden, ihr habt 46 Jahre gebraucht, um diesen Tempel zu bauen und werdet ihr ihn in 3 Tagen aufrichten? Aber er sprach über den Tempel, der sein Körper war. So war er von den Toten auferstanden. Seine Jünger erinnerten sich an das, was er gesagt hatte, und sie glaubten, vertrauten und verließen sich auf die Schriften und die Worte, die Jesus gesprochen hatte. Die Ergebnisse der Auferstehung Jesu in der physischen und geistigen Welt können verwirrend sein. Wir bemerken jedoch etwas, das physisch geschah, als Jesus starb und auferstand. In dieser Zeit sehen wir die unmittelbaren Folgen von Jesu Tod für die Gerechten. Matthäus beschreibt ein Ereignis, das in keinem der anderen Evangelien enthalten ist. Die Gräber wurden geöffnet und die Leichen vieler Heiliger, die gestorben waren, wurden auferweckt. Die Auferstehung Jesu führte sie aus den Gräbern und nach seiner Auferstehung gingen sie in die heilige Stadt und erschienen einer großen Anzahl von Menschen. Obwohl Erdbeben das Potenzial haben, Gräber zu beschädigen, weil sie aus Stein bestehen, kann die Tatsache, dass die Körper auferstehen, nur auf Gottes direktes Eingreifen zurückgeführt werden. In den Schriften von Matthäus betont er, wie Jesu Opfer am Kreuz den Sieg über den Tod bringt. Er benutzte die Formulierung »diejenigen, die entschlafen waren«, um die Auferstandenen zu beschreiben, was im Neuen Testament eine gängige Formulierung ist, um sich auf jemanden zu beziehen, der gestorben ist, aber eine sichere, ewige Bestimmung hat. Die wundersamen Berichte über die Auferstehung der Körper der Heiligen und ihr Erscheinen in Jerusalem sind ein starkes Zeugnis für Jesu vollendetes Werk am Kreuz und seine anschließende Auferstehung. Der Begriff heilige Personen bezieht sich auf gottesfürchtige Personen aus der Zeit des Alten Testaments. Zum Beispiel können wir eine Parallele ziehen zwischen der Art und Weise, wie Mose und Elia auserwählt wurden, neben Jesus auf dem Berg der Verklärung zu erscheinen. In diesem speziellen Fall bezieht sich der Text auf die Auferstehung der Körper einzelner Heiliger, was dazu dient, zu zeigen, dass Israel trotz Jesu Urteil über Israels Führung und Verurteilung in den Kapiteln 23 und 24 immer noch einen wichtigen Platz in Gottes Plänen einnimmt. In Hesekiels Schriften wurde prophezeit, dass der souveräne Herr diejenigen wieder zum Leben erwecken würde, die in einem Tal gestorben waren, in dem sogar die Knochen zu Staub geworden waren. Hesekiel 37, 11-14. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, wir sind völlig von der Welt abgeschnitten. Prophezeiung und spricht zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern auferwecken, mein Volk, und ich werde euch in das Land Israel führen. Dann werdet ihr wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern führe, mein Volk. Ich werde meinen Geist in euch legen und ihr werdet leben und ich werde euch in euer Land bringen. Dann werdet ihr wissen, dass ich, der Herr, gesprochen habe und es getan habe, spricht der Herr. Matthäus lässt dieses Ereignis ungeschmückt, weil seine Bedeutung klar ist.
Derek Tidball erzählt von der Auferstehung dieser Heiligen als Auftakt zur Auferstehung, auf die sich alle Gläubigen freuen können. Durch den Tod Jesu kam ein neuer Tag. Ein Tag, an dem der Tod vom Tod überwunden und die Auferstehung zum ewigen Leben ermöglicht wurde. Matthäus beantwortet nicht alle Fragen, die wir gerne zu diesen wundersamen Ereignissen beantwortet hätten. Aber indem er sie erzählt, legt er ein einheitliches Zeugnis für die übernatürliche Bestätigung der Identität Jesu vor. Wo ist Jesus jetzt? Wo wohnt Jesus? Die Antwort auf diese Frage finden wir nach der Auferstehung. Jesus sagte den Jüngern, dass sie sich von all dem nicht beunruhigen lassen sollten, auch wenn es sie zu Recht beunruhigte. Johannes Kapitel 14, Verse 1, 2. Euer Herz sei nicht beunruhigt, glaube an Gott, glauben Sie auch an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es Ihnen gesagt. Ich bereite einen Platz für Sie vor. Das Haus des Vaters bezieht sich auf den Himmel, wo es viele Orte zum Wohnen gibt. Es ist groß genug, um alle Erlösten unterzubringen. Wenn Sie es nicht getan hätten, hätte der Herr es Ihnen gesagt. Er ließ nicht zu, dass Sie falsche Hoffnungen machten. Johannes 14, 5 und 6. Thomas sprach zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er kam in den Himmel und sie kannten den Weg zum Himmel, wie er es ihnen schon oft gesagt hatte. Offenbar verstand Thomas die Bedeutung der Worte des Herrn nicht, als ob er an eine Reise irgendwo auf der Erde dachte. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagte Jesus voller Zuversicht über den Himmel, der hier das Haus seines Vaters genannt wird. Jesus kannte nicht nur das Leben jenseits dieser Erde, sondern sagte seinen Jüngern, dass es im Himmel Platz für alle geben würde, viele Wohnungen. Herrenhäuser ist besser übersetzt als Orte zum Leben. Im Altgriechischen bedeutet das Wort Mone, verbunden mit dem Verb meno, bleiben oder bleiben, einen Ort zum Verweilen. Unter Berücksichtigung des Wesens Gottes ist es am besten, es als Wohnorte zu übersetzen. Gott wird uns einen schönen Ort zur Verfügung stellen, an dem wir im Himmel wohnen können, wo es viele solcher Orte geben wird. Jesus konnte sehen, was die Jünger nie sehen konnten. Er lächelte vielleicht sogar und sagte, viele Wohnungen. Ich werde einen Platz für dich vorbereiten. Die Liebe bereitet einen Empfang vor. Hoffnungsvolle Eltern bereiten liebevoll das Babyzimmer vor. Der Gastgeber bereitet sich auf seine Gäste vor. Jesus geht voran und bereitet sich auf sein Volk vor, weil er es liebt und sicher ist, dass es kommen wird. Ich werde über Jesu Planung und Initiative sprechen. Er wurde nicht ans Kreuz gebracht, er ging. Sie dachten, dass sein Tod ein unvorhergesehenes Unglück war. Christus lehrte sie, dass dies der Weg ihrer eigenen Vorstellung war. Und ich werde zurückkommen, um sie aus eigenem Antrieb zu empfangen. Während Jesu Zeit auf Erden versprach er, dass er für seine Jünger zurückkehren würde. Es geschah nicht nur im Sinne seiner kommenden Auferstehung oder des Kommens des Heiligen Geistes. Jesus hatte auch die große Sammlung seines Volkes am Ende der Zeiten im Sinn. Sie dürfen nicht denken, dass es aufgehört hat zu existieren, wenn sie es nicht sehen konnten. Er war gerade an einen anderen festen Ort gegangen, um sich auf ihre Ankunft vorzubereiten. Wir lesen, wo ich bin, bist du auch da. Der ganze Zweck des Himmels ist es, mit Jesus vereint zu sein. Der Himmel ist nicht der Himmel wegen der goldenen Straßen, der perlmuttfarbenen Türen oder sogar der Gegenwart von Engeln. Der Himmel ist der Himmel, weil Jesus da ist. Es tröstet uns zu wissen, dass Jesus uns zwar einen Platz bereitet, Jesus uns aber auch auf diesen Ort vorbereitet. Dieser charmante Vers zeigt deutlich, dass der Herr Jesus Christus selbst der Weg zum Himmel ist. Er begnügt sich nicht damit, den Weg zu zeigen. Er ist der Weg. Die Erlösung liegt in einer Person, akzeptiere diese Person als deine eigene und du hast Erlösung. Das Christentum ist Christus, der Herr Jesus ist nicht nur ein Weg unter vielen. Es ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Christus ist der einzige Weg zu Gott, nicht die goldene Regel, die heiligen Handlungen oder die Zugehörigkeit zur Kirche. Deshalb ist der Herr die Wahrheit. Er ist nicht nur derjenige, der die Wahrheit lehrt, er ist die Wahrheit. Jesus ist Leben. Er ist die Quelle des Lebens, sowohl des Geistlichen als auch des Ewigen. Diejenigen, die ihn empfangen, haben das ewige Leben, denn er ist das Leben. Wir lesen,
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Die Tatsache, dass Thomas seine Verwirrung so klar und ehrlich zum Ausdruck gebracht hat, sollten wir zu schätzen wissen. Wir dachten, Jesus würde einfach woanders hingehen, als wäre es eine andere Stadt. Der Himmel ist wunderschön, wohin wir gehen. Jesus sagte, ich werde dir einen Platz bereiten. Unser Zuhause. Wenn du in Gottes Haus kommst, bist du zu Hause. Und Jesus bereitet unser ewiges Zuhause vor. Der Herr wird in die Luft zurückkehren, wenn diejenigen, die im Glauben gestorben sind, auferstehen werden. 1. Thessalonicher 4, 1, 18. Wir wollen nicht, dass ihr, Brüder, die Schläfer ignoriert, damit ihr nicht traurig seid wie andere, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott mit Jesus diejenigen zurückbringen, die in ihm schlafen. Wir sagen euch durch das Wort des Herrn, dass wir, die wir leben bis zum Kommen des Herrn, in keiner Weise denen vorangehen werden, die entschlafen sind. Denn der Herr selbst, der sein Gebot gegeben und die Stimme des Erzengels gehört und die Posaune Gottes ertönen ließ, wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die wir am Leben bleiben, mit ihnen in den Wolken entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und so werden wir für immer beim Herrn sein. Tröstet euch daher gegenseitig mit diesen Worten. Jesus plante, dass der Heilige Geist das Werk, das er begonnen hatte, vollenden sollte. Die Heilige Schrift zeigt, dass Jesu Himmelfahrt eine leibliche Rückkehr in den Himmel war. Als er sich langsam vom Boden erhob, wurde er von einer Wolke begrüßt, während seine Jünger und andere staunende Zuschauer staunend zusahen. Dann erschienen zwei Engel und versprachen die Wiederkunft Christi, so wie ihr ihn gehen saht. Apostelgeschichte 1,1. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum schaut ihr immer zum Himmel auf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf die gleiche Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel kommen saht. Dies markierte das Ende der menschlichen Beschränkungen, die Jesus während seines irdischen Wirkens hatte. Einige der Eigenschaften, die er als Gott besaß, waren vorübergehend aufgehoben worden. Aber jetzt, da die Aufhebung vorüber war, kehrte seine himmlische Herrlichkeit zurück, von der man in der Verklärung einen flüchtigen Blick darauf werfen konnte. Jesu Platz ist zur Rechten Gottes, der Ort der göttlichen Ehre. Andere Passagen, die auf Jesu Gegenwart im Himmel hinweisen, sind Lukas 22 und 67. Von nun an aber wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen. Kurz vor seinem Tod hatte Stephanus eine Vision, in der er seine Augen zum Himmel erhob und die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen sah. Laut der Bibel wohnt Jesus derzeit an einem realen Ort, der als Paradies bekannt ist, ein Reich der Herrlichkeit und ein Zuhause für Gott, Gottes Engel und alle erlösten Kinder Gottes. Jesu Platz ist zur Rechten Gottes, der Ort der göttlichen Ehre. Andere Passagen, die auf Jesu Gegenwart im Himmel hinweisen, sind Lukas 22, 69. Von nun an aber wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen. Kurz vor seinem Tod hatte Stephanus eine Vision, in der er seine Augen zum Himmel erhob und die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen sah. Laut der Bibel wohnt Jesus derzeit an einem realen Ort, der als Paradies bekannt ist, ein Reich der Herrlichkeit und ein Zuhause für Gott, Gottes Engel und alle erlösten Kinder Gottes. Zwei Männer, die Jesus sahen, nachdem er in den Himmel gekommen war, sind der Apostel Paulus und der Apostel Johannes, wie in der Apostelgeschichte und der Offenbarung berichtet wird. Stellen Sie sich vor, Jesus persönlich zu treffen. Man sollte meinen, es wäre ein herrlicher Tag, es sollte jedoch einer der schwierigsten Tage in Paulus' Leben vor seiner Bekehrung werden. Saulus war ein Pharisäer der Pharisäer, der die Nachfolger Jesu intensiv verfolgte, wie in der Apostelgeschichte berichtet wird. Seine Bekehrung fand auf dem Weg nach Damaskus statt, wo er berichtete, eine Vision des auferstandenen Jesus gesehen zu haben. Zu dieser Zeit war Saulus von Tarsus wahrscheinlich in seinen 30ern. Als er das Wachstum des christlichen Glaubens, der als Weg bekannt ist, beobachtete, sah er darin eine Bedrohung für seine eigene Religion und machte sich mit unerschöpflicher Energie daran, diese verderbliche Sekte zu verfolgen. Als er nun reiste, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umgab ihn ein helles Licht, und er hörte eine Stimme sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Und er sagte, »Wer bist du, Herr?« Und die Stimme antwortete, und die,
Ich bin Jesus, den ihr verfolgt. Aber steh auf und geh in die Stadt, und sie werden dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit ihm reisten, waren völlig fassungslos. Sie hörten den Klang des Himmels, aber nicht die artikulierten Worte, die Saul hörte. Sie haben den Herrn nicht gesehen, nur Saulus sah es und wurde zum Apostolat berufen. Damals wurde der stolze Pharisäer an der Hand nach Damaskus geführt, wo er 3 Tage lang geblendet wurde und während dieser Zeit weder aß noch trank. Ein anderer Mann, der Jesus im Himmel bezeugt hat, ist der Apostel Johannes, wie wir im Buch der Offenbarung sehen. Der Titel dieses Buches, Offenbarung, stammt von dem Hauptereignis, das es beschreibt, nämlich der Offenbarung Jesu Christi an die Menschen, die in den letzten Tagen auf der Erde leben. Die Offenbarung beginnt mit Jesus als dem Offenbarer und Johannes wurde angewiesen, die Dinge, die er sah, zu dokumentieren. Johannes sieht einen mächtigen Jesus, der mit keinem typischen Menschen vergleichbar ist. Bevor Johannes Jesus jedoch sieht, hört er zuerst seine Stimme, Offenbarung 1,10-13. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune, die sprach, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und den, den ihr seht, schreibt in ein Buch und schickt es an die 7 Gemeinden in Asien. In Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia und in Laodicea. Und ich drehte mich um die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der 7 Leuchter einen wie der Menschensohn, der bis zu den Füßen in ein Gewand gekleidet und mit einem goldenen Stirnband um seine Brust gegürtet war. Das ist es, was Johannes sah, den Menschensohn Jesus Christus, den Geehrten. Laut John war die laute Stimme, die er hörte, so deutlich und markant wie eine Trompete. Die kraftvolle Stimme ist die des Alphas und des Omegas, des Ersten und des Letzten, die am Anfang und am Ende von allem stehen. Da Jesus sich in Offenbarung 1 mit diesen Namen identifizierte, wissen wir, dass es Jesu starke Stimme war. Der Erste und der Letzte ist ein Titel, der dem Herrn Jahwe, dem Gott Israels, gehört. Alpha und Omega haben die gleiche Vorstellung von dem Ersten und dem Letzten. Dies ist eine der Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus eindeutig behauptet, Gott zu sein. Wir können uns nur vorstellen, was John durch den Kopf ging, als er sich beim Klang der Stimme, die er hörte, umdrehte. Höchstwahrscheinlich stimmte dies nicht genau mit der Art und Weise überein, wie er sich an Jesu Stimme erinnerte. John beschrieb es als das einer Trompete. Er wusste jedoch, dass es Jesus war, weil die Stimme sich selbst als Alpha und Omega bezeichnete. Nachdem er während seines Dienstes auf Erden so viel Zeit mit Jesus verbracht hatte, hatte John nach all den Jahren endlich die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen. Der Titel von jemandem wie dem Menschensohn erinnert an die Person, die als Gottes Beauftragter regieren würde, wie in Daniel 7,13-14 beschrieben. Auch das Antlitz Jesu leuchtete wie die Sonne. In griechischen Texten wird die Gottheit manchmal leuchtend wie die Sonne oder der Blitz dargestellt. Die jüdischen Texte taten dasselbe für Engel und andere, aber auch für Gott. Offenbarung 1 beschreibt dann, dass Johannes einen anderen Engel vom Himmel herabsteigen sah, bekleidet mit einer Wolke, mit einem Regenbogen auf dem Kopf, und sein Gesicht war wie die Sonne und seine Beine wie Feuersäulen. Johannes sagt in Offenbarung 1,16-17 weiter, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht war wie die Sonne, die mit aller Kraft schien. Als ich ihn sah, fiel ich ihm wie tot zu Füßen. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende und der Erschlagene. Aber siehe, ich lebe für immer und ewig. Amen. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Hölle. Sogar Johannes, der Apostel, der Jesus kannte, als er auf Erden war, war von Bewunderung überwältigt, als er diesen unglaublichen Anblick sah. Die 3 Jahre, die Johannes mit Jesus auf Erden verbrachte, bereiteten ihn nicht ausreichend auf die Zeit vor, in der Jesus ihm in seiner himmlischen Majestät erschien. In diesem Moment erkannte Johannes die göttliche Macht und Majestät, die Jesus abgedankt hatte, als er auf Erden lebte. An diesem Punkt verstand Johannes, dass es ein Wunder war, dass Jesus seine Herrlichkeit und Autorität verbergen konnte, während er auf der Erde wandelte. Offenbarung 1,8. Siehe, ich lebe in Ewigkeit und Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Hölle.
Zuerst tröstete Jesus Johannes, indem er ihn mit Mitgefühl berührte. Vielleicht war Jesu Berührung vertrauter als sein Aussehen. Also sagte Jesus zu Johannes, er solle keine Angst haben. Johannes hatte keinen Grund, sich zu fürchten, denn er befand sich in der Gegenwart Jesu, der sich eindeutig mit Johannes mit drei Titeln identifizierte. Jesus ist der Erste und der Letzte, der Gott aller Ewigkeit, der Herr der ewigen Vergangenheit und der Zukunft. Jesus ist derjenige, der lebt und tot war und der jetzt für immer lebt, Hinweise auf die Auferstehung hat und lebt, um nie wieder zu sterben. Jesu Sieg über Sünde und Tod war ewig. Er ist nicht von den Toten auferstanden, um wieder zu sterben. Jesus ist der Einzige, der die Schlüssel zu Hades und Tod besitzt. Einige glauben, dass der Teufel die Autorität oder Macht hat, zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie irren sich offensichtlich, denn nur Jesus hat die Schlüssel zum Hades und zum Tod. Wer hält jetzt die Schlüssel zu Tod und Hades? Ich bin der Lebendige. Ich war tot, aber siehe, ich lebe für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Hades. Offenbarung 1,18. Dieses Gespräch ist wichtig, da es die letzte persönliche Begegnung mit Jesus ist, die in der Bibel aufgezeichnet ist. Indem er die Schlüssel zum Tod besitzt, hat der auferstandene Christus die Kontrolle und Autorität über den Tod. Als Jesus starb, gab er zu seiner Zeit seinen Geist auf. Die Nachricht, dass Jesus bereits tot war, überraschte Pilatus. Da Jesus Autorität über den Tod hatte, konnte er von den Toten auferstehen, nachdem er seinen Geist aufgegeben hatte. Darüber hinaus hat er die Macht, seine Anhänger vom Tod zu befreien, damit sie für immer bei ihm sein können. Erwägen Sie, jemandem den Schlüssel zur Stadt zu geben. Dieser Schlüssel ist manchmal ein großer karikaturaler Schlüssel, der in kein Schloss passt, aber er symbolisiert Ehre. Diejenigen, die die Schlüssel der Stadt erhalten, werden willkommen geheißen und geehrt. Schlüssel werden in der Bibel oft als Symbole für Autorität und Kontrolle erwähnt. Jeder, der einen Generalschlüssel eines Gebäudes besitzt, hat die Macht, jeden Raum zu betreten und jede Tür im Gebäude zu öffnen. Im Alltag ist der Schlüssel ein Symbol für echtes Eigentum und Macht. Wenn der Mieter den Schlüssel an den Vermieter zurückgibt, erlangt der Vermieter die Kontrolle und den Besitz des Hauses zurück. Unser Herr Jesus Christus bleibt immer überragend. Das Wort Hades bedeutet die Wohnstätte der Geister, Lukas 16,20. Außerdem ist ein großer Abgrund zwischen uns und euch gegraben worden, sodass diejenigen, die von hier zu euch gehen wollen, nicht einmal zu uns hindurchgehen können. Es ist der Schlüssel Christi, der die verlorenen Geister eingeschlossen hat. Christus hat den Tod besiegt, weil er ohne Sünde war. Der Fluch über die Menschheit im Garten Eden, der durch die Sünde verursacht wurde, wurde klar ausgesprochen. Christus hat den Tod besiegt und die Folgen für uns sind ewig. Es ist unerlässlich, dass wir nicht vergessen, dass es der Vater war, der Jesus Christus das Recht gewährte, diese hohe Position der Autorität und Würde als Belohnung für das, was er getan hat, einzunehmen. Schauen Sie sich an, was er im Austausch für die Demütigung bekam, die er durch die Hand des Menschen erlitten hat. Er war der Diener der Diener, aber jetzt ist er der König der Könige und der Herr der Herren. Er erniedrigte sich mehr als der Niedrigste und stieg höher als der Höchste. Er trug die Dornenkrone, aber jetzt trägt er die Krone des Himmels. Er war der Diener der Diener, aber jetzt ist er der Herr der Herren und der König der Könige. Lasst uns ihn anbeten, lasst uns unser Herz verlassen, indem wir über diese einfachen, aber kostbaren Wahrheiten nachdenken, um ihre Schätze zu seinen Füßen zu verstreuen. Und lasst uns ihn als Herrn über alles thronen. Die Wahrheit ist, dass die Menschen vor allem eines fürchten, und das ist der Tod. Denn für die Welt ist der Tod eine Unbekannte. Unerlöste Menschen empfinden Angst, wenn sie an das denken, was vor ihnen liegt. Werde ich mich für das, was ich getan habe, verantworten müssen? Werde ich für immer in der Hölle brennen oder werde ich einen Zustand ewiger Glückseligkeit erreichen? Und täuschen Sie sich nicht, die Hölle ist real, ob die meisten Menschen es zugeben oder nicht. Der Tod verändert das Leben der Menschen nach dem Ende unseres Erdenlebens. Christen werden siegreich in den Fußstapfen Christi marschieren. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Für jeden, der an Christus glaubt, sollte dies uns dazu veranlassen zu sagen, lasst uns den anbeten, der die Schlüssel der Hölle und des Todes innehat. Treten wir mit Danksagung in seine Gegenwart ein und zeigen wir uns in ihm mit Liedern. Die letzten Worte der Offenbarung
Und auch Jesu letzte persönliche Mitteilung, die in der Bibel aufgezeichnet ist, betonen die Breite dessen, wer Jesus ist und welche Macht er ausübt. Er besiegte nicht nur den Tod, er hat nicht nur den Tod besiegt, sondern er hält auch die Schlüssel zum Tod und zum Hades, der seine totale Autorität über den letzten Feind symbolisiert, dem wir alle gegenüberstehen werden. Den Tod. Mit diesen Schlüsseln hat Jesus also nicht nur persönlich über den Tod gesiegt, sondern auch allen, die in ihm sind, die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens zugesichert. Die biblische Botschaft ist klar. Der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Tor zur Ewigkeit mit Christus für diejenigen, die von ihm gerettet werden. Es ist der ultimative Triumph des Evangeliums und der Kern unserer Hoffnung als Christen. Wir wissen, dass der Tod in Jesus nur ein Schatten ist und dass das ewige Leben mit ihm eine herrliche Gewissheit ist. Jesus hat durch seine Auferstehung nicht nur bewiesen, dass der Tod besiegt werden kann, sondern auch den Weg für uns alle geebnet. In Christus sind wir eingeladen, an diesem Sieg teilzuhaben, nicht als passive Zuschauer, sondern als aktive Teilnehmer, die in der Freiheit und Kraft seiner Auferstehung leben, jetzt und in Ewigkeit. Die Gewissheit, dass Jesus die Kontrolle hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er die Schlüssel zu Leben und Tod in der Hand hält, bietet uns Trost, Mut und einen Aufruf, so zu leben, dass es seinen Sieg widerspiegelt, während wir auf die Erfüllung seiner Verheißung des ewigen Lebens warten. Möge die Majestät Jesu, seine Macht über den Tod und seine erlösende Liebe ein Fels sein, auf den wir unser Leben bauen, in dem Wissen, dass wir selbst im Angesicht des großen und letzten Feindes des Todes einen Erlöser haben, der bereits den Sieg für uns beansprucht hat. Dieser Sieg Jesu gibt uns die Kraft, mit Hoffnung und Entschlossenheit zu leben, in dem Wissen, dass unsere Zukunft gesichert ist. Im Leben stehen wir vor vielen Herausforderungen und Unsicherheiten, aber die Verheißung der Auferstehung Christi bietet einen festen Anker für unsere Seele. Er lädt uns nicht nur ein, an seiner zukünftigen Auferstehung teilzuhaben, sondern auch, jetzt eine Auferstehung im Geist zu erleben, indem wir durch den Glauben an ihn zu neuem Leben wiedergeboren werden. Dieses neue Leben ist nicht nur eine Zukunftserwartung. Es beginnt hier und jetzt. Es ist ein verwandeltes Leben, das von Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit geprägt ist und aus dem Herzen Gottes entspringt. Wir leben dieses Leben nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, den Christus uns als Verheißung und Helfer gesandt hat. Der Geist gibt uns die Kraft, auf eine Weise zu leben, die des uns gegebenen Rufes würdig ist, und jeden Tag mit der Zuversicht zu betrachten, dass Christus mit uns ist und uns auf Schritt und Tritt führt und stärkt. Der Sieg über den Tod, den Jesus errungen hat, ruft uns auch dazu auf, selbstlos und aufopfernd zu leben, in dem Wissen, dass unser irdisches Leben vergänglich ist und dass das wahre Leben über den Tod hinaus auf uns wartet, werden wir ermutigt, von uns selbst zu geben, zutiefst zu lieben und anderen mutig zu dienen. Die Vision der Ewigkeit kann die Art und Weise, wie wir in der Gegenwart leben, verändern und uns motivieren, in Dinge zu investieren, die ewigen Wert haben, wie Beziehungen, Gerechtigkeit und die Verbreitung des Evangeliums. Darüber hinaus gibt uns die Autorität Christi über den Tod die Gewissheit, dass es weder im Himmel noch auf Erden eine Macht gibt, die uns von seiner Liebe trennen kann. Römer 8, Artikel 9,33 versichert uns, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Fürstentümer, weder Gegenwart noch Zukunft, noch irgendeine Macht, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas anderes in der Schöpfung uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Unsere Antwort auf diese wunderbare Wahrheit sollte ein Leben der Dankbarkeit und Hingabe sein. Als Nachfolger Christi sind wir aufgerufen, die frohe Botschaft von seinem Sieg über den Tod zu verbreiten und als Licht in einer Welt zu leben, die oft von Verzweiflung und Finsternis geprägt ist. Unser Zeugnis des Glaubens und der Hoffnung kann ein Kompass für diejenigen sein, die nach Sinn und Orientierung suchen und sie auf die rettende Liebe Jesu hinweisen. Schließlich, während wir auf die Wiederkunft Christi warten, leben wir in freudiger Erwartung, nicht nur passiv warten, sondern aktiv versuchen, sein Reich durch unsere Worte und Taten voranzubringen. Seien wir immer bereit, jedem zu antworten, der uns nach dem Grund für die Hoffnung fragt, die wir haben, und tun wir dies mit Freundlichkeit und Respekt. Indem wir ein reines Gewissen bewahren,
damit diejenigen, die schlecht über unser gutes Verhalten in Christus sprechen, sich ihrer Verleumdungen schämen. Indem wir auf diese Weise leben, spiegeln wir das Licht Christi in dieser Welt wider und bereiten unser Herz und das Herz der Menschen um uns herum auf den Tag vor, an dem er nicht nur als der Erlöser, sondern auch als der gerechte Richter wiederkommen wird, der die Fülle des Reiches Gottes bringen wird, wo es keinen Tod mehr geben wird. Keine Trauer, keine Tränen mehr, keine Tränen mehr. Auch nicht der Schmerz, denn die alten Dinge sind verschwunden. Möge unser täglicher Weg, ein Weg der ständigen Anbetung und Feier des Triumphs Jesu über den Tod sein, indem wir jeden Tag im vollen Bewusstsein leben, dass in Christus das ewige Leben bereits begonnen hat.